Bonsoir, Mesdames und Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Heute ist Mittwoch, wir haben 17.36 Uhr, das ist der DAX, um den es hier geht. Also man kann sich mit Sicherheit nicht über Volatilität beschweren. Tagsüber, das ist teilweise schon richtig schnell, das Teil, das muss ich schon sagen. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. So 50 Punkte links, rechts ist gar nichts. Und man sieht es auch hier gleich am Chart. Was war heute? Heute war Mittwoch. Die Versicherungen wurden überall ein bisschen hochgesprochen, sowas wie Münchner Rück oder Allianz liegen sehr stabil. Auch super stabil liegt SAP und die bringen nächste Woche Zahlen. Das muss man einfach nur mal im Hinterkopf behalten. Die Versicherungen wurden gekauft, SAP ist stabil und im Gegenzug dazu wurden die ganzen Sportfirmen Nike, Puma und Adidas, die wurden verkauft. Auch weil China Probleme macht, im Sinne von die Konjunktur läuft da nicht, die Immobilienpreise jetzt, ich glaube, den sechsten Monat in Folge gefallen, die gesamte Wirtschaft in China läuft nicht so gut, was also auch den Luxussegment irgendwie heute Verluste gebracht hat. LVMH, Kering, das ganze Zeug, alles deutlicher verloren, im Schnitt 2,5 bis 3%. Die Kering sind, glaube ich, auf dem 52-Wochen-Tief. Außerdem diese Transformationsfirmen, damit meine ich jetzt Siemens Energy, SMA Solar, Nordex, die haben jetzt, also der Nordex hat jetzt, glaube ich, vom High letzte Woche, ich glaube, sie sind 1,60 € verloren, das ist viel. Ja? Und wenn dann auf einmal das Buch leer ist, dann können die relativ leicht gedrückt werden. Aber gut, zum DAX selbst. Ihr seht hier auf den ersten Blick die super engen Bänder. Sind aufgegangen. Und gestern, mache ich das mal hier, das war echt eine linke Geschichte. Wir sind aus dem Band raus und haben im Band geschlossen bei 16.571. Ich erwähne immer wieder den Ausdruck Expander-Strategie, den Namen hat der Wieland Alt geprägt. Und es ist tatsächlich so, wenn ein Bollinger Band breiter ist, sowas hier, dann, mal gucken, ob ich hier ein Beispiel gleich finde. Ja, sowas hier zum Beispiel. Wenn es breiter ist oder sowas, rausgeht und wieder reingeht, ist das ein Signal, sowohl von unten nach oben, als auch von oben nach unten, hier zum Beispiel. Das ist ein Signal. Wenn die Bänder allerdings so eng sind, wie sie waren, dann funktioniert das nicht so, weil da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben oder unten rausflutschen, erheblich größer als bei solchen breiten Bändern. Das muss man einfach wissen. Ich weiß nicht, ob der Wieland zuhört, vielleicht kann er mir da zustimmen oder nicht, aber das ist meine Meinung. Je enger das Band, desto weniger hat diese Expander-Strategie eine, ich möchte nicht sagen Daseinsberechtigung, aber Aussage. Also das war gestern ziemlich link und da kommen wir hier mit dem Gap rein. Genauso wie wir am Vortag einen Gap hatten. Das ist nämlich das Problem, das werden wir gleich auf den kurzen Zeiteinheiten sehen. Wie dem auch sei, wir sind aus diesem Band raus. Wir haben das ehemalige 23er Retracement von dieser Bewegung haben wir auch unterboten, das war bei 16.447, das haben wir unterboten und wir schließen drunter, wir holen es auch nicht zurück. Im Moment handeln wir bei 16.423. Das ist grundsätzlich erstmal negativ. Als Unterstützung habe ich hier dieses Gap, ich habe den Pfeil dran gemacht, das ist vom, wann war denn das? Vom 30.11. bei 16.215. Das ist die erste Unterstützung, direkt gefolgt von dem 38er Retracement bei 16.100. Schaut mal auf dem MDAX, der hat sich das schon geholt, liegt sogar leicht drunter. Danach kommt ein, wie ich finde, doch sehr massive Unterstützung im Bereich 15.820, das ist 50er, und hier die 200-Tage-Linie 15.890. Also egal, was er jetzt in den nächsten Tagen vorhat, Zinsfantasie hin oder her, China hin oder her, da sollte er nicht drunter gehen. Also jeden Call, den kann man hier unten suchen, wer eine gemütlichere Position haben will. Dennoch, wir sind hier aus dem Band raus. Und wenn man das jetzt mal von der Technik her sieht, alles negativ, über das MACD, über die Stochastik, da ist momentan nichts Positives. Ich hatte bei dem 3-Monats-Ausblick vom DAX gesagt, ich sehe keinen Grund, warum ich meine Sparpläne aktivieren soll, also erneut aktivieren soll. Die liegen passiv, die warten ab. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich das sowohl im DAX als auch im Nasdaq, als auch im Dow Jones, als auch im MDAX und wo auch immer da Pläne sind, dass ich das günstiger wiederkriege. Jetzt haben wir den 17. Januar, der Monat ist halb rum. Das hier war das der? Ja, genau. Das hier war der 2.1., hätte ich normalerweise gekauft, bringt jetzt schon ein paar hundert Punkte. Ja, also so mache ich das halt. Ich gehe aber bei Gelegenheit mal drauf ein, was ich da überhaupt für Pläne habe, weil ich werde immer wieder gefragt, was hast du denn da für Zeug? 4-Stunden-Sicht.
Das ist das, was den Markt relativ unangenehm macht zu handeln. Wir schließen irgendwo, zack, ein Gap, seitwärts. Zack, ein Gap, seitwärts. Das ist unschön. Das heißt, das Geld wird im Prinzip über Nacht verdient. Während des Tages geht es auch. Wir haben hier also, wenn man also diese Kerze hier sieht, die geht von 16,3, stimmt das? 16,3, 41 hoch bis, ja, ging so hoch, bis 16,4, 28. Das sind 100 Punkte, man darf sich da nicht beschweren. Über den 4-Stunden-Indikator bekomme ich eine leichte Unterstützung hier im MACD. Ich brauche aber noch eine weitere. Ich brauche eine Kerze, die hier drüber geht. Das sehen wir gleich auf der Stunde. Und auch die Stochastik fängt an zu drehen, ohne ein Kaufsignal zu liefern. Also hier unten, da, wo kommt denn das Ding hier, dass das mal stehen bleibt? Bleibt nicht stehen. Also hier, schaut da drauf. Es ist noch kein Kaufsignal. Gehen wir mal auf die Stunde. Am Mittwoch bin ich ja da immer ein bisschen näher dran. Hier sind diese Gaps. Ja. Wenn denn das hier für den Grund zum Beispiel, weil man die Expander-Strategie gespielt hat, wenn man das hier long gegangen ist zum Schlusskurs, ist es schwer, sehr schwer, das während des Handels des Tages, des folgenden Tages wieder reinzuholen. Wer das schafft, der macht einen guten Job. Aber es kommt das Gap und dann seitwärts. Es kommt ein Gap und dann seitwärts. Hier ist jetzt die Stunde. Die gefällt mir schon ein bisschen besser hier. Die ist stabilisierend und auch über die Stochastik. Und da habe ich jetzt zum Beispiel diesen Punkt hier, wenn wir das überbieten, das ist die 16.436, und zwar nicht nur mal kurz drüber gelunzt und wieder runtergefallen, so wie hier, sondern drüber die Stunde hier drüber abgeschlossen, über, und dann nehme ich auch ein bisschen Abstand, 16.400, sagen wir mal 50, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Gap schließen, nach wie vor sehr groß. Also der Markt hat, sagen wir mal, Korrekturpotenzial nach oben, nennen wir es mal so, aber er ist insgesamt weiter nach unten gerichtet. Ganz klarer Downtrend. Hier ist ein Hoch, ein Tief, ein tieferes Hoch, ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch, ein tieferes Tief. Wirklich positiv würde er es werden hier drüber über der 16.583. Also über Nacht wird die chinesische Wirtschaft sich nicht ankurbeln und ich glaube auch nicht, dass die EZB irgendwo irgendwelche Zinsen senkt. Mir fehlt der Glaube, dass es hier deutlicher nochmal über die 17 oder an oder über die 17.000 gehen soll. Aber das ist für mich jetzt ein ganz wichtiger Punkt, so aus Daytrading-Gesichtspunkten oder auch aufgrund einer Position über Nacht, diese 16.436 auf Stundensicht mit Schlusskurs darüber. Das ist dann mal so eine Geschichte, wo ich sagen kann, ja, okay, können wir machen. Das sind im Großen und Ganzen die der letzten Woche, aber die werden jetzt wirklich interessant. Und zwar insbesondere dieser hier, 16.101, im Moment jetzt hier um 17.45 mit einem 48er Hebel. Wenn das passiert, dass wir auf Stundensicht hier drüber gehen, ist sowas hier, Hebel hin oder her, ein Schein meiner Wahl. Den nehme ich dann mit einem Stopp von 50 Punkten oder, wer es genauer machen will, hier drunter, das wären dann 100 Punkte ungefähr, aber das ist mir zu viel, vor allen Dingen für den Nachthandel. Und dann kann man den laufen, da kann ich relativ nah dran gehen. Aber ich muss einen Stopp reinlegen, weil, wie gesagt, die Geschwindigkeit ist hier manchmal schon sehr interessant. Und ich habe hier den 15.850er. Da sind wir außerhalb von diesem Chart weiter hier unten. Der ist also ein bisschen gemütlicher. Und ich habe die gleichen Puts genommen wie letzte Woche, die natürlich jetzt hier vom Hebel her erheblich verloren haben. Die waren letzte Woche über 20. Ich selbst habe also auch Kleinigkeiten heute gekauft, allerdings allesamt in Aktien. Das eine ist Nordex bei 9,25. Da liege ich jetzt aber auch schon, was ist denn das? Naja, 8 Cent hinten. Aber damit kann ich leben. Ich habe es ja nicht gekauft bei 10,60. Ich habe die TUI gekauft bei 6, stehen jetzt bei 6,14. Und die Lufthansa bei 7,25, sind jetzt bei 7,27. Alle drei Werte, also Lufthansa, so alle 50 Cent runter, kaufe ich da dazu. Da mache ich es aber momentan in Aktien. Da habe ich irgendwie, was ich so. Ja, ich kann auch eine 4er oder eine 5er Option nehmen. Die TUI, da täte ich mich schwer mit einer 4er Option, weil die können auch mal relativ schnell wieder fallen. Deswegen, ich habe die Aktie, die kann ich länger halten. Und Nordex habe ich auch, alles habe ich geteilt. Ja, da habe ich Aktien gekauft und einen 6er Call. Also deswegen, aber das sind Positionen, die sind gering. Das ist schon mehr als Schnüffelstücke, aber die sind gering. Weil ich einfach denke, dass zum Beispiel eine Nordex hat jetzt einfach mit den 1,60, das sind ja 16%, zu schnell zu viel verloren. Da rechne ich dann einfach mal mit dem Rebound. Das sind also keine Stücke für die Ewigkeit, aber ich wollte die Lufthansa immer haben. Ich habe sie nicht gekauft bei 8, noch was, sondern jetzt halt mal.
Und TUI finde ich grundsätzlich auch in Ordnung. Also am Freitag gehe ich, hoffentlich denke ich dran, auch mal ein bisschen auf diese Sparpläne drauf ein. Aber momentan sehe ich keinen Grund, warum ich mir die jetzt hier irgendwie aktivieren sollte. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Baba.